Erster Ausflug in die deutsche Trümmerlandschaft nach dem Krieg. 12. Erlebnisbericht aus dem Jahre 1945. Erlebt und erzählt von Onkel Johannes, Jahrgang 1930. Dann muss das deutsche Volk eben untergehen und dem Stärkeren, gemeint ist die Sowjetunion, weichen. Denn es hat sich als nicht stark und kämpferisch genug erwiesen. Verflucht nochmal, da macht es sich der Führer des Großdeutschen Reiches, der böhmische Gefreite des Ersten Weltkrieges, Adolf Hitler, in den letzten Tagen seines Lebens verdammt leicht, nachdem er Deutschland durch seine abenteuerlichen Welteroberungspläne und seiner beispiellosen Brutalität in diesen wahnwitzigen Zweiten Weltkrieg gegen eine Welt von Feinden lanciert, und das von ihm ausgerufene tausendjährige Reich schon nach sage und schreibe 12 Jahren in den totalen Untergang getrieben hat. Nun sieht er auch für sich, verkrochen im bombensicheren Bunker im Garten der Reichskanzlei, nur noch die Endlösung, um den Händen Stalins zu entgehen. Nein, durch Gast will er nicht sterben. Das könnte ihn ja vielleicht an die Millionen Juden erinnern, die er in den KZs mit Zyklon B vergasen ließ. Eine, wie er meint, ehrenvolle Kugel muss es sein. Und so schießt er sich mit einer Walterpistole ein Projektil in den Kopf. Doch Gemach, vorerst wird noch geheiratet, denn Ordnung muss ja schließlich sein, und vermählt sich vor dem Exitus noch völlig korrekt nach deutschem Recht mit seiner langjährigen, vor dem deutschen Volk streng geheim gehaltenen Geliebten Eva Braun. Dieser wird die zweifelhafte Ehre zuteil, zusammen mit Adolf in den Tod zu gehen. Sie zerbeißt freiwillig eine Zyankali-Kapsel. Wir schreiben den 30. April 1945. Der Großdeutsche Rundfunk gibt bekannt, unser Führer Adolf Hitler ist heute in treuer Pflichterfüllung für sein Volk in Berlin gefallen. Zu seinem Nachfolger hat der Führer den Großadmiral Karl Dönitz ernannt. Nun wahrlich ein letzter treuer Vasall. Haben doch Göring und selbst Himmler ihren Führer noch in letzter Minute verraten. Nun lässt die Gesamtkapitulation nicht mehr lange auf sich warten. Am 7. Mai wird sie im Hauptquartier von Dwight D. Eisenhower in Reims und am 8. Mai im sowjetischen Hauptquartier in Karlshorst bei Berlin vollzogen. Der unselige Zweite Weltkrieg ist endlich und damit auch das große Sterben zu Ende. Am 7.5.1945 befinden sich tatsächlich nicht weniger als 54 Staaten im Krieg mit Deutschland. Ein wahrer Rekord, das hatte es bisher noch nie gegeben. Umso erstaunlicher, aber auch allzu menschlich, wie schnell sich die deutschen Bürger an die neue todesangstfreie Zeit ohne Bomben und Fliegeralarm gewöhnen. Dass man jede Nacht, ohne in den Luftschutzkeller rennen zu müssen, durchschlafen kann, inzwischen eine Selbstverständlichkeit. Alles dreht sich ab sofort nur noch um das Sattwerden, um die sogenannte Fresswelle. Verständlich sind die mit Hilfe von Lebensmittelkarten jedem Bürger zugeteilten Lebensmittel durch das Ende des Krieges doch noch knapper geworden. Die vielen Transporte aus den von Deutschland besetzten Gebieten mit Essbarem haben doch logischerweise mit dem militärischen Verlust dieser Länder völlig aufgehört. Für viele, vor allem Großstädter, die ja über keine hilfreichen Gärten verfügen, geht es jetzt um das reine Überleben. Wohl dem, der etwas zum Tauschen hat. Schnell etablieren sich richtige Tauschzentralen, wo alles, was nicht nied- und nagelfest ist, den Besitzer wechselt. Immer Zug um Zug. Allerdings handelt es sich bei den dort getauschten Gegenständen
hauptsächlich um Textilien, Schuhe, Haushaltsartikel und elektrische Gerätschaften. Für das Eintauschen von Lebensmitteln fahren die Städter nun lieber zu Tausenden direkt an die Quellen, zu den Erzeugern, aufs Land, zu den Bauern. Böse Zungen behaupten, dass selbst Kuhställe schon bald mit edlen Persern ausgelegt sind und im herrlichen Licht von wertvollen Kristallleuchtern erstrahlen. Auch meine Mutter entblößt in dieser schwierigen Zeit ihren Haushalt von allen entbehrlichen Luxusartikeln wie Vasen, Silberwaren, Silberbestecke und Kristallschalen, um sie auf dem Schwarzmarkt gegen etwas Essbares einzutauschen. Es fällt ihr schwer, sich von all diesen schönen Dingen trennen zu müssen. Aber was soll sie machen? Fragen ihre beiden 15- und 16-jährigen, stets hungrigen Jungen doch schon um 3 Uhr nachmittags wieder: Mutter, hast du etwas zu essen für uns? Dann holt sie weinend die letzten Reserven aus der Speisekammer, um uns zufriedenzustellen. Aber da hat doch der Vater noch von vor dem Krieg einige Flaschen Mirabellschnaps im Keller. Mit diesen Flaschen in einer großen Einkaufstasche schickt mich die Mutter nun zu den Amis, die seit kurzem die große in der Nähe gelegene Turnhalle verwalten, in der sie ein Versorgungslager für die Truppe eingerichtet haben. Mit klopfendem Herzen und keineswegs mutig mache ich mich auf den Weg und biete den dortigen schwarzen und weißen amerikanischen Wachsoldaten in meinem rudimentären Schulenglisch meine Ware an. Und siehe da, ich habe Erfolg und kehre mit einer vollen Tasche mit gemahlenem Kaffeepulver nach Hause zurück. Schnell wird dieser wertvolle Stoff von der Mutter in Ella Exners Tabakwarenladen gegen eine Menge Nährmittel, Brot und sogar Fett eingetauscht. Unverständlicherweise gibt es ja immer wieder Verrückte, die ihre Kaffeesucht mit guten Lebensmitteln bezahlen. Doch was soll's, wir sind auf jeden Fall vorerst einmal wieder gerettet. Aber Vorsicht, jeglicher Schwarzmarkt ist natürlich auch weiterhin strengstens verboten. Aber alle nehmen die Gefahr des Gefasstwerdens wohl oder übel in Kauf. Verständlich, denn es gibt schließlich seit dem Ende des Dritten Reiches für Schwarzmarktvergehen keine Zuchthaus- oder Todesstrafe mehr, wenn auch Gefängnis oder hohe Geldstrafen. Letztere sind ja auch nur in Reichsmark zu zahlen. Neben der schwindsüchtigen Reichsmark hat sich inzwischen eine zweite, aber extrem harte Währung entwickelt und bewährt sich bestens auf dem Schwarzmarkt. Es ist die sogenannte Zigarettenwährung. Der Umtauschkurs pendelt sich bei 5 Reichsmark für eine Zigarette ein. Die Versorgungslage in den 3 westlichen Besatzungszonen wäre sicher noch dramatischer, wenn nicht durch die sich laufend mehrenden Schwierigkeiten mit den Sowjets die westlichen Alliierten erkannt hätten, dass sie dem immer aggressiver auftretenden Stalinismus ein Bollwerk in der Mitte Europas entgegenstellen müssen. Da bietet sich nun einmal das zu demokratisierende Westdeutschland an. Und schon bald regnet es Kehrpakete, Maismehl und Marshallplan-Dollar in großen Mengen auf das hungernde und ausgeblutete Westdeutschland herab. Aber vielen Leuten bekommt das aus dem amerikanischen Maismehl gebackene, trockene und harte Maisbrot nicht. Darunter auch meiner Mutter, die daran verstirbt, da ihr Magen es nicht bei sich behalten will. Nur durch die Hilfe guter Freunde, die sie mit Milchprodukten wieder aufpäppeln, überlebt sie auch diese Krise. Doch zur weiteren Abwechslung gibt es an einem schönen Tag für unsere Nachbarn erst einmal einen richtigen Schrecken in der Morgenstunde. Mehrere Army-Jeeps, besetzt mit Militärpolizisten, stoppen in voller Fahrt mit kreischenden Bremsen vor dem Nachbarhaus. Und die Kerle,
mit den Armeehelmen auf dem Kopf dringen, ohne von den Bewohnern auch nur die geringste Notiz zu nehmen, in Wohnung und Haus ein und inspizieren jeden Winkel. Das Einfamilienhaus scheint ihnen zu gefallen, und so verkünden sie kurzerhand durch eine sie begleitende deutsche Dolmetscherin: Das Haus wird ab sofort für die amerikanische Kommandantur auf unbestimmte Zeit beschlagnahmt und ist von den Bewohnern innerhalb von 3 Stunden zu räumen. Möbel und alle anderen Einrichtungsgegenstände sind im Haus zu belassen. Da gibt es für unsere dem Nervenzusammenbruch nahen Nachbarn weder Widerstand noch Protest. Befehl ist Befehl. Jetzt gibt es nur noch eins, und das heißt anpacken. 3 Stunden vergehen schnell. Und nun bewährt sich die in langen gemeinsamen Luftschutzbunkerstunden gewachsene Nachbarschaftshilfe. Wie die Ameisen machen wir alle uns über die Privatutensilien der Nachbarn her, wie Wäsche, Federbetten und Kleidung. Alles wird schnellstens in den Garten der Nachbarn geschafft, um dort über den unsere Grundstücke trennenden Zaun gereicht zu werden und wird dann erst einmal in unserem Haus sicher untergebracht. In den nächsten Tagen werden alle Gegenstände dann Stück für Stück mit dem Handwagen in die Asperstraße transportiert, wo unsere Nachbarn Gott sei Dank bei Verwandten unterschlüpfen können. Jetzt ahnen sie noch nicht, dass es lange, lange dauern wird, bis sie wieder in ihr eigenes Haus einziehen können. Natürlich müssen sie es dann, wenn es endlich soweit ist, vorher noch von Grund auf renovieren. Denn die Soldateska, gleich welcher Nation, kennt ja nirgendwo Rücksichtsnahme auf privates Eigentum. Der amerikanischen Kommandantur folgte schließlich später auch noch die Besetzung dieses Hauses durch die englische Besatzungsmacht, die den nördlichen Teil der späteren Bundesrepublik bekanntlich als britische Zone von den Amis übernimmt. Doch vorerst feiern die GIs an diesem Abend erst einmal ihren Einzug in die Villa unseres Nachbarn mit viel Alkohol und einer gewaltigen Schießerei in die Luft, hoffentlich. Keiner von uns wagt sich auf die Straße, und die jungen Mädchen wären hinter verschlossenen Türen bewacht. Man weiß ja nie. Zugegeben, trotz des großen Kohldampfes und der vielen skurrilen Anordnungen und Befehle der Besatzungsmächte ist für uns Jungen auch diese Zeit voller Abenteuer und interessanter Erlebnisse. Da kurft doch heute mehrfach eine Ente mit lautem Geknattere über unsere Köpfe hinweg. Enten nennen wir Burschen, doch die kleinen Artilleriebeobachter oder Verbindungsflugzeuge der Amis, die wir doch schon von unserem Zeltbau her in unserem Garten kennen und fürchten gelernt hatten. Viel später erfahre ich durch den Besuch vieler Oldtimer-Flugzeugmuseen, dass es sich um den zu Tausenden gebauten leichten einmotorigen Hochdecker Piper Cub handelte. Ja, und da setzt der Pilot auch schon direkt vor unserer Nase auf dem abgemähten Luzernefeld der Domäne Herse zur Landung an. Wir reißen die Mäuler auf und staunen, wie die Maschine aufsetzt und schon nach wenigen Metern hoppelnd mit einem Flop-Flop des Motores zum Stehen kommt. Ein schneidiger Offizier mit einer Aktentasche in der Hand klettert heraus und verschwindet in unserem Nachbarhaus, der jetzigen Kommandantur. Nach 20 Minuten zurück, einsteigen, Gas geben, und schon braust er davon. Und wir bleiben gaffend zurück. So nah konnten wir die Landung und den Start eines Flugzeuges noch nie beobachten. Schon am nächsten Samstagmorgen ist wieder richtig was los. Dieses Mal braust eine komplette amerikanische Pionierabteilung mit ihren schweren Dreiachs-Lastwagen auf den städtischen Hof der Stadtwerke. Die Stadtwerke sind doch unser rechter Nachbar und von unserem Grundstück nur durch eine mannshohe Mauer getrennt.
Und schon hängen mein Bruder und ich zusammen mit einigen Freunden über der Mauer, um genau zu beobachten, was sich da auf dem Werkhof so tut. Ja, die Amis sind bestens mit allem ausgerüstet, Hebekräne, Kreis- und Stichsägen in jeder Größe. Dazu große, motorgetriebene Hobel, mit denen man Stämme anspitzen kann. Auch ein LKW mit einem großen Elektroaggregat darauf ist dabei, und schon wird der schwere Diesel angeworfen, der unter Ausstoßen einer stinkigen Abgaswolke die Elektrizitätsproduktion für all diese Maschinen in Gang setzt. Jetzt kapieren wir es, das Ziel der weißen und schwarzen GIs sind die langen Ersatztelegrafenmasten der Stadtwerke, die in großen Mengen gleich hinter der Werkstatt auf dem Hof gestapelt liegen. Alles kräftige, gut ernährte, junge Kerle, die nun den Schatz der Stadtwerke für das Auswechseln morscher Telegrafenmasten ruckezucke für ihre eigenen Zwecke auf die von ihnen selbst gewünschte Länge kürzen. Die Luft ist vom schrillen und hellen Kreischen der Kreissägen erfüllt, wenn sich die Sägeblätter durch das trockene Holz der Masten fressen. Zwei älteren Angestellten des städtischen Werkhofes kommen beim Anblick dieses Treibens die Tränen in die Augen. Ihre schönen Masten, was werden sie machen, wenn in nächster Zeit einmal wieder ein morscher Telegrafenmast im Stadtgebiet ausgewechselt werden muss? Mir selbst kommen nicht die Tränen, im Gegenteil, ich frohlocke, denn von jedem Telegrafenmasten fallen nun durch das Kürzen durch die Ami-Pioniere Reststücke von immerhin 2 bis 3 Metern Länge ab. Welch ein Schatz! Herrliches trockenes Brennholz, so kommt es mir sofort in den Sinn. Doch vorerst einmal Ruhe bewahren und abwarten und auf der Lauer liegen. Inzwischen haben sich aus der Nachbarschaft und der näheren Umgebung durch den Lärm der Sägen angelockt etliche Zuschauer auf dem Werkhof eingefunden und schauen dem Traum der Ami-Boys interessiert zu. Darunter auch einige junge Frauen. Doch schon bald ist es soweit, die Pioniere räumen auf, indem sie die auf ihr Maß zugeschnittenen Masten mit Hilfe ihrer Hebekräne auf die LKWs verladen und machen sich bereit zur Abfahrt. Doch vorher holen einige von ihnen noch riesige, mit herrlichen Pralinen gefüllte Bonbonieren aus ihren Wagen und präsentieren diese freundlich mit breitem Grinsen den umstehenden Damen, die, neugierig geworden, die Deckel der Kartons lüftend, abwechselnd blass und rot werden, um dann schleunigst das Weite zu suchen, sind doch die wunderbaren Süßigkeiten unmissverständlich mit Kondomen garniert. Ich selbst kann den Abend mit dem Dunkelwerden kaum abwarten, und schon schwinge ich mich mit großem Schwung über die hindernde Mauer auf das nun verlassene Schlachtfeld der Stadtwerke. Verdammt sind diese Brocken schwer, aber mit viel Mühe gelingt es mir doch, die Mastenreststücke an die Mauer zu hieven und auf unser Grundstück zu katapultieren. So, das ist geschafft. Jetzt heißt es nur noch, mein künftiges Brennholz sicher in der großen Garage zu verstauen. Und doch welch böse Überraschung! Trotz aller Vorsicht muss es wieder einen ungewollten Zuschauer gegeben haben, einen dieser üblen, neidischen Verräter. Denn schon am nächsten Morgen pöbelt mich ein älterer Stadtwerksarbeiter auf das Übelste an. »Du hast gestern die Telegrafenreststücke geklaut. Ich kann dir nur raten, sie schnellstens zurückzubringen, denn sonst kriegst du großen Ärger.« »Nicht ärgern, sondern handeln«, meine Devise. Am nächsten Tag, als mehrere Arbeiter der Stadt das von den Amis geräumte Gelände reinigen, transportiere ich mit viel Getöse, für alle klar ersichtlich, 3 meiner erbeuteten Mastreststücke wieder auf das städtische Terrain zurück. Und meine propagandistische Aktion wird brummend von den Arbeitern mit einem positiven Kopfnicken quittiert. Und damit ist die Angelegenheit für mich erledigt. Ergo, Ausdauer und ein dickes Fell, gepaart
mit einer gewissen Listigkeit sind nötig, um im täglichen Überlebenskampf bestehen zu können. Das gilt auch für uns Jungs. In der Folge mache ich dann wieder die Erfahrung, dass Brennholz immer zweimal wärmt. So auch mein knüppeltrockenes Beutegut. Nämlich das erste Mal beim wochenlangen, schweißtreibenden Zersägen mit der Handsäge und dann Gott sei Dank das zweite Mal, weniger anstrengend, beim Verbrennen in unserem Universal-Allesbrenner, um das einzige heizbare Zimmer mit wohliger Wärme zu erfüllen. Doch zurück zum Sommer. Einfach herrlich ist dieser 1945er Sommer. Mit Begeisterung nutzen wir das bullenwarme Wetter jeden Tag zu ausgedehnten Badetouren an Werre und Bäger. Es macht gar nichts, dass die Badeanstalt noch lange nicht wieder eröffnet ist. Ist es doch viel spannender, die Pferdekuhlen der Werre zu erkunden. Pferdekuhlen nennen wir plötzlich auftretende, tiefe, gefährliche große Löcher im Flussboden oder durch die Strudel der Bäger zu tauchen. Wir frohlocken, hat uns doch auch der Wechsel von der Diktatur des Dritten Reiches zur aufkeimenden Demokratie fast ein Jahr Schulfreiheit beschert. Und gestehen wir es uns ein, die autoritätsschwache Zeit, die meisten Väter sind doch noch nicht aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, verschafft uns weitere Freiräume, die wir weidlich nutzen. Von morgens bis abends stromern wir in Wald und Feld herum. Ja, wir haben es leicht, die Bäger liegt doch direkt vor der Tür und die Werre grenzt sogar direkt an unseren Garten. Die Gefahr des Ertrinkens besteht bei uns nicht, denn wir alle sind gute Schwimmer und kennen die Tiefen und Untiefen beider Flüsse bestens. Die ganz Mutigen unter uns rasen im Galopp von den Böschungen hinunter, um dann vom Uferrand aus mit einem eleganten Köpper kopfüber in die Fluten einzutauchen. Ja, und dann geschieht es an einem schönen Sonntagnachmittag. Einige amerikanische Soldaten fühlen sich von unserem Treiben animiert. Schließlich sind sie ja auch alle noch junge Burschen und machen uns mit Vergnügen und viel Gelächter alles nach. Das geht so lange gut, bis einer von ihnen auf das flache Geländer unserer alten schmalen Holzbrücke, die bei der Turnhalle über die Werre führt, klettert und mit einem Köpper in den Fluss eintaucht. Unsere bestürzten Schreie können ihn nicht mehr erreichen. Jeder von uns weiß doch, dass sich unterhalb der Brücke eine Untiefe der Werre befindet. Dort ist sie kaum einen Meter tief. Mit Entsetzen sehen wir seine Kameraden ihn bewusstlos aus dem Wasser fischen und am Ufer vorsichtig niederlegen. Endlich, nach 10 Minuten, das Tütertüt der amerikanischen Ambulanz, und wir Jungen bleiben stumm zurück. Wir werden nie erfahren, ob dieser junge Amerikaner sich wieder erholen konnte oder sich schon bei seinem Sturz das Genick gebrochen hat. Während all dieser Monate ist unsere gute Mutter neben all den Sorgen um die Bewältigung unserer Versorgungsschwierigkeiten in tiefer Sorge um ihren Mann, unseren Vater, haben wir doch monatelang keine Nachricht mehr von ihm erhalten. Der letzte Feldpostbrief erreichte uns aus Memel, wo er seit einiger Zeit als Marinekraftfahrer eingesetzt war. Ob er sich in dem von den letzten Wehrmachtsberichten erwähnten Samlandkessel befand, in dem die Russen doch eine ganze deutsche Armeegruppe eingekesselt haben? Hat er überlebt? Ist er in russische Gefangenschaft geraten? Da schellt es eines Tages völlig unerwartet an unserer Haustür. Es ist Herr Stoffels, ein Bekannter meiner Eltern aus unserem Ort. Sein ältester Sohn war auch bisher bei uns in der gleichen Penne und auch in demselben Fähnlein beim Jungvolk. Frau Bernholz, ich soll Ihnen Grüße von Ihrem Mann ausrichten. Ich habe ihn in einem Bunker im Pillau-Kessel getroffen. Ich selbst konnte noch auf einem Evakuierungsschiff einen Platz erwischen und so dem Russen entkommen. So berichtet Herr Stoffels meiner Mutter mit angespanntem Gesichtsausdruck. Heute verständlich, denn er erzählte meiner Mutter nicht, was er noch wusste.
dass er kurz nach dem Verlassen des Bunkers von Kameraden die Nachricht erhielt, dass eben dieser Bunker durch eine russische Granate einen Volltreffer erhalten habe und er der festen Überzeugung sei, dass mein Vater sich unter den Opfern befinden würde. Nun bleibt noch nachzutragen, dass unser Vater, wie durch ein Wunder, doch überlebte und wenn auch als Halbtoter, nach nicht allzu langer Zeit aus russischer Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Für die Sowjets war er in seinem Zustand für Sibirien nicht mehr einsatzfähig. Er hatte den Bunker kurz nach dem Treffen mit Herrn Stoffels selbst verlassen, da er unter Platzangst litt, wie er später erzählte. Vielleicht hatte ihn aber auch ein sechster Sinn oder ein Wink des Himmels veranlasst, den Bunker noch rechtzeitig vor dem Volltreffer zu verlassen. Als nächster, unerwarteter Besuch erscheint Vetter Heini, wie sich bald herausstellt, auch er ein Wunder des Überlebens. Als junger Mann wurde Heini, wie er von uns immer genannt wurde, von meiner Mutter wie ein großer dritter Sohn aufgenommen. Nachdem seine Mutter, Tante Franziska, eine der vielen Schwestern meines Vaters, in den 20er Jahren, in der Zeit der großen Arbeitslosenzeit, meinen Vater gebeten hatte, ihn doch aufzunehmen und in seiner Firma zu beschäftigen, da er sonst nirgendwo eine Anstellung finden würde. Für meinen Bruder und mich war Heini tatsächlich immer wie ein großer Bruder, und gerne maßen wir uns mit ihm bei den von meiner Mutter bei Geburtstagen veranstalteten Kuchenschlachten. Es galt einfach festzustellen, wer von uns dreien am schnellsten die meisten Stücke Kuchen verdrücken konnte. Vetter Heini muß tatsächlich in der Folge alle Fron- und Kriegsdienste des tausendjährigen Reiches voll auskosten. Da kommt als erstes der Reichsarbeitsdienst dran. Dort heißt es nun, sumpfige Wiesen trocken zu legen, Wege und Straßen zu bauen und nicht zu vergessen, vormilitärischen Drill und Gehorsam zu erlernen. Nur kurze Zeit des Verschnaufens und Erholens bei der lieben Tante meiner Mutter, und dann steht schon wieder die Einberufung zum Militärdienst ins Haus, hatte doch der große Adolf die allgemeine Wehrpflicht 1935 wieder eingeführt. Deutschland musste doch dringend wieder richtig wehrfähig werden. Ganze 2 Jahre absolviert er nun seinen Militärdienst als Funker in dem weit von der Heimat entfernten Ostpreußen, in dem heute zu Polen gehörenden Elbing. Doch damit nicht genug. Am 1. September 1939 lässt Hitler die deutschen Soldaten nach dem Abschluss eines Nicht-Angriffspaktes mit Stalin ohne Kriegserklärung in Polen einmarschieren. Nun, Vetter Heini ist ja ganz nah an der polnischen Grenze und muss logischerweise als inzwischen mit 2 Jahren Militärdienst voll ausgebildeter Unteroffizier den Polenfeldzug mitmachen. Während eines kurzen Urlaubs erzählt er mir von seinem Horror, wie er als junger Soldat das erste Mal in seinem Leben mit den vielen furchtbar zugerichteten Toten, den gefallenen Soldaten beider Seiten, konfrontiert wird. Nun, der Polenfeldzug dauert ja nicht allzu lange. Können die Polen doch der hochmodern, bestausgerüsteten und besttrainierten deutschen Armee nichts Gleichwertiges entgegensetzen? Und vor allem ihre eigentlich zur Hilfe verpflichteten Verbündeten, die Engländer und Franzosen, rühren sich nicht vom Fleck und lassen die Polen einfach vor die Hunde gehen. Sie drücken sich und können sich zu keinem Gegenangriff im Westen gegen Hitler-Deutschland entschließen. Das soll auch für sie selbst später fatale Folgen haben, denn die eingespielten deutschen Luftwaffen- und Panzerverbände, nun im Osten frei werdend und an die Westfront katapultiert, erzwingen schon, nach für die Franzosen katastrophal kurzem Kampf, die Kapitulation Frankreichs und treiben das englische Expeditionskorps bei Dünkirchen zum wilden Abzug ohne jegliche Waffen. Klar, auch dieses Mal
ist Vetter Heini vom Anfang bis zum Ende wieder voll dabei. Und ein guter Schutzengel besorgt wieder einmal, dass er sogar unverwundet auch dieses Mal wieder das Schlachtfeld verlassen kann. Aber noch sind wir nicht am Ende. Die Luftschlacht um England, die die englische Insel reif für die deutsche Invasion bomben soll, geht für Deutschland verloren. Da der Gröfafütz, der größte Feldherr aller Zeiten, in der zweiten Phase des Angriffs, statt auch weiterhin Yachtflugplätze der Engländer anzugreifen, ihre Städte bombardieren lässt und damit der englischen Yachtwaffe eine Ruhepause zum Neuerstarken schenkt. Was nun? Abwarten? Aber auf was denn? Da leben doch noch diese Untermenschen im Osten, die Russen, und schließlich ist doch die Sowjetunion der eigentliche Erzfeind der Nationalsozialisten. Also nichts wie ran. Was macht es da schon aus, dass man durch den Balkanfeldzug 2 bis 3 Monate zu spät im Osten losschlagen kann? Der von Adolf Hitler bewunderte Napoleon ist zwar an den Weiten Russlands und dem russischen Winter gescheitert, aber das ist mit Hitlers Armee doch etwas ganz anderes. Die kann doch sogar mit Sommermäntelchen bekleidet die Sowjetunion im Winter besiegen, oder nicht? Also wird 1941 zum Angriff geblasen. Zwei-Fronten-Krieg? Hatte Adolf Hitler nicht in seinem Bestseller »Mein Kampf«, der jedem Brautpaar sofort nach der Machtübernahme kostenlos auf Staatskosten geschenkt wurde, unmissverständlich geschrieben, nie wieder ein Zwei-Fronten-Krieg. Alles vergessen? Zwischendurch erklärt unser einzigartiger Führer, auch nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor, den Amerikanern den Krieg. Klar, die erledigen wir doch auch noch, sozusagen mit links. Hat doch Adolfs Reichsmarschall Hermann Göring, der Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe, gerade erst festgestellt, die Amis können doch nur Rasierklingen produzieren. Außerdem müssen wir doch unserem Bündnispartner, den Japanern, gegenüber vertragstreu bleiben. Nun, Sie können es sich sicher schon vorstellen, unser armer Vetter Heini ist auch bei diesem Feldzug wieder voll dabei. Erst beim siegreichen Vormarsch bis vor die Tore Moskaus und dann auch wieder zurück, die Rotarmisten auf den Hacken, also heim ins Reich. Und wieder hat er unheimlich Schwein. Er erhält eine relativ leichte Verwundung im Gesicht durch einen Granatsplitter, also so etwas wie ein Heimatschuss, und wird zur Genesung nach Schleswig-Holstein abkommandiert. Und gerät dort, dem Himmel sei es gedankt, am Kriegsende in Eutin in englische Kriegsgefangenschaft. Den englischen Entlassungsbehörden macht er klar, dass er dringend in das Dorf seines Onkels entlassen werden muss, da dieser als Landwirt dringend Hilfe benötige, schon recht alt sei und außerdem als Nazi-Gegner 2 Jahre im Zuchthaus von Kassel verbracht habe, da er während des Krieges die englische BBC, also einen sogenannten Feindsender, abhörte und schon aus diesem Grund Hilfe bei seiner schweren Arbeit als Landwirt verdiene. Das hilft. Jetzt ist Heini erst einmal zusammen mit seiner jungen Frau, die aus dem gleichen Dorf bei Warburg wie mein Patenonkel Johannes stammt, bei uns, um zu hören, ob mein Vater schon zurück sei und wann der Betrieb wohl wieder eröffnet würde. Da sich an dieser Front noch nichts tut, beschließt er, erst einmal wieder an die Fleischtöpfe Ägyptens, also in das Dorf seiner Frau, zurückzukehren. Vergisst aber nicht, mich vorher zu fragen: Hans, hast du keine Lust, mitzufahren? Du bist doch immer so unternehmungslustig. Was willst du hier herumsitzen? Schließlich kannst du doch bei Onkel Johannes ein paar Tage auf dem Bauernhof wohnen, und zu essen bekommst du dort doch sicher mehr als zu Hause. Da gibt es nicht viel nachzudenken, und schon sitze ich
mit dem Segen meiner Mutter und leichtem Gepäck bewaffnet, zusammen mit Heini und Enne, seiner jungen Frau, im Bummelzug nach Altenbeken. Die alte Dampflok stößt zufrieden dicke schwarze Rauchwolken aus, die wegen des starken Gegenwindes direkt an unseren offenen Wagenfenstern vorbeiziehen und alle Fahrgäste erbärmlich husten lassen. Nun, die Lok wird froh sein, die Tieffliegerangriffe der letzten Kriegsjahre unbeschadet überlebt zu haben und stolz, nun als eine der ersten mit dabei sein zu dürfen, so kurz nach der Wiedereröffnung des zivilen Zugverkehrs im zerstörten Deutschland. Wir nehmen erst einmal Platz auf den vom vielen Gebrauch blank gewetzten Holzsitzen. Wer hätte damals schon daran gedacht, dass man Jahre später die billigere Touristenklasse in den Verkehrsflugzeugen Bretterklasse nennen würde. Ja, die Waggons stammen noch aus der guten alten Vorkriegszeit und sind in sogenannte Coupés unterteilt. Wie lernte ich doch später im Französischunterricht, Coupé heißt schneiden, also sitzen wir jetzt in sogenannten Abschnitten, mit immer zwei Holzbankreihen sich gegenüberstehend montiert. Zwischen den Knien der Passagiere bleibt da nicht mehr viel Platz zum Unterbringen von Kartons, Säcken und Koffern, sind doch die Gepäcknetze über den Köpfen schon längst proppevoll. Jeder hält seine Gepäckstücke krampfhaft fest, schließlich könnte in dem Gedränge doch leicht etwas von der erbeuteten Hamsterware abhanden kommen. Neben diesen soeben beschriebenen Coupés gibt es dann noch große, geräumigere Abteile für Passagiere mit Traglasten. So steht es in Schwarz auf großen Emailleschildern. So ein Quatsch. Wer hat heute in dieser Zeit keine Traglasten? Oder meinen Sie mit Traglasten mitgeführte Fahrräder oder für Hamsterfahrten umfunktionierte Kinderwagen? In Altenbeken heißt es erst einmal alles aussteigen und den, genau wie den in Bielefeld-Schildische, von Bomben zerstörten Eisenbahnviadukt zu Fuß zu umrunden, um am anderen Ende wieder in einen neuen Zug einzusteigen. Warum wir dann erst einmal nach Paderborn weiterfahren, ist mir bis heute schleierhaft und nicht mehr nachzuvollziehen. Aber sicher hängt diese kuriose Routenführung mit dem zu dieser Zeit noch von vielen Bombentreffern unterbrochenem Schienenstrang zusammen. Klar, wir haben im März doch von den massiven, katastrophalen amerikanischen Bombenangriff gehört, der Paderborns Innenstadt in eine Trümmerlandschaft mit vielen Toten verwandelt haben soll. Doch die Realität, das wir jetzt sehen, übertrifft alle vorherige Vorstellungskraft. Da haben die Amis tatsächlich noch so kurze Zeit vor dem Kriegsende ganze Arbeit geleistet. Das Zentrum bildet nur noch eine Ruinenlandschaft. Wie konnten Menschen dieses Inferno überleben? Wir sind erschüttert. Aus den Trümmern des Bahnhofsgebäudes bahnen wir uns einen Weg auf den Vorplatz und versuchen, uns zu orientieren. Denn schließlich müssen wir doch unseren Anschlugzug am anderen Ende der Stadt erreichen. Wie gut, dass es ortskundige Einheimische gibt, die uns den einzuschlagenden Weg durch das Gewirr von 1 bis 2 Meter breiten Straßen, die von flachen Geröllhalden oder hoch aufragenden ausgebrannten Gebäudefassaden eingerahmt sind, weisen. Und trotzdem regt sich schon wieder Leben in diesem Desaster, auch wenn es sich nur, in Anführungsstrichen, um den hundsgewöhnlichen Schachtelhalm handelt, der schon wieder meterhoch seine Köpfe aus den Ruinen reckt. Bei allem Elend kann ich nicht umhin, die Kraft der Natur zu bewundern. Welch traurigen Anblick bietet der früher so majestätische Dom. Er steht zwar noch in seinen Grundfesten und der ausgebrannte Turm ragt noch gen Himmel, aber irgendwie erinnert er mich in seinem jetzigen ramponierten Zustand an Don Quixote,
an den Ritter von der traurigen Gestalt. Ein späterer Geschäftsfreund gleichen Alters erzählt mir viele Jahre später, wie er als 15-jähriger Hitlerjunge mit seinem Fähnlein aus Bielefeld nach dem Angriff zu Aufräumarbeiten nach Paderborn abkommandiert wurde. Zu seinem Grausen mussten sie aber nicht nur Geröll wegschaufeln, sondern auch aus den Trümmern viele der zu Kindsgröße durch die große Hitze zusammengeschrumpften, verbrannten Leichen bergen. Für ihn ein unvergessliches Trauma. Doch auch in Paderborn gab es zu dieser Zeit noch Wunder, Zeichen des Lebens und der Hoffnung. Im Jahre 2013 sitze ich zufällig in Bad Meinberg auf einer Parkbank, zusammen mit einem anderen älteren Herrn. Bitte verstehen Sie, dass alleinstehende ältere Leute ganz gern einmal miteinander quatschen. Sehr schnell vergleicht man die Geburtsjahrgänge miteinander. Und siehe da, er ist vom 1929er Jahrgang, also ein Jahr älter als ich. Neugierig sogleich meine Frage: Und wie haben Sie den Krieg überlebt und woher stammen Sie? Nun, ich stamme aus Paderborn und habe durch ein Wunder überlebt, so erzählt er mir. Während des schweren Bombenangriffes auf Paderborn im März 1945, also vor 68 Jahren, saß ich zusammen mit 4 Mitbewohnern unseres Hauses im Luftschutzkeller, als 2 schwere Sprengbomben das Gebäude zum Einsturz brachten. Doch wir alle hatten Glück im Unglück, denn niemand von uns war verletzt und auch die Decke des Kellers hielt noch stand. Aber oh Schreck, als wir versuchten, den Luftschutzkeller zu verlassen, mussten wir feststellen, dass wir verschüttet waren und es für uns nicht die kleinste Hoffnung gab, uns aus den Bergen von Schutt selbst zu befreien, die alle Ausgänge verschlossen hatten. Nach vielen Stunden des Wartens gab es dann erste Klopfzeichen von außen und später drangen auch Rufe bis hinunter in unser Verlies. Und dann der erste Lichtschein, der von außen durchschimmerte und die Rufe: Bleibt ganz ruhig, wir holen euch hier raus. Das Leben hatte uns 5 wieder und wir umarmten unsere Retter. Soldaten einer Paderborner Kaserne haben uns unversehrt ausgegraben. Doch wie haben sie uns gefunden? Wer hatte sie auf unser Schicksal aufmerksam gemacht? Da war vor den Bombeneinschlägen noch ein junges Mädchen zusammen mit uns im Luftschutzkeller, die dann, als die Bombenexplosionen immer näher kamen, aus Angst den engen Keller verließ und irgendwo anders Schutz gesucht und gefunden hat. Ja, und das Wunder fand statt. Sie überlebte den Angriff, sah das zertrümmerte Haus, in dem sie vorher im Keller mit uns gesessen hatte, und benachrichtigte mutig und hilfsbereit Soldaten in der nächstgelegenen Kaserne, die dann auch sofort aufbrachen, um das Wunder zu vollenden, dem ich es zu verdanken habe, dass ich mich heute nach eben diesen 68 Jahren noch bei leidlicher Gesundheit mit Ihnen unterhalten kann. Endlich erreichen wir 3 Reisenden den aus großen, quaderförmigen, grauen Steinen gefügten Bahnhof von Bohnenburg, dem Dorf meiner väterlichen Vorfahren. In dessen Kommandozentrale durften wir Jungen doch immer mit der großzügigen Nachsicht Onkel Josefs, der dort als Stationsvorsteher fungierte, an den Morseapparaten üben und ab und zu auch einmal einen dieser großen Stellwerkshebel umstellen. Ja, und da drüben sind doch noch immer die alten Ziegenställe, in denen Tante Franziska, die Mutter Heinis und ihre übrigen 4 Kinder die Kühe der kleinen Leute hielt. Ich erinnere mich, etwas strengen Geschmack hatte sie schon, ihre Ziegenmilch und auch die daraus selbstgemachte Butter und der nahrhafte Käse. Aber ihr hoher Fett- und Vitamingehalt brachte doch die schwächsten und ausgehungertsten Kinder wieder auf Vordermann. Wir schlendern erst einmal die lange Dorfstraße entlang,
bis wir an die Kreuzung nach Ikenhausen gelangen. Denn dort drüben liegt doch der Bauernhof Rustemeier. Ennes Schwester ist dort verheiratet, und so haben Heini und Enne dort in zwei Zimmern vorerst einmal Unterschlupf gefunden. Doch was ist das? Da liegt doch tatsächlich ein richtiger Panzer im Straßengraben. Doch bei näherem Hinsehen entpuppt sich dieser Panzer als mittelschweres deutsches Sturmgeschütz. Sein 7,5 cm Kurzrohr ragt noch immer drohend in den Himmel. Äußere Beschädigungen kann ich nicht erkennen. Ob die Besatzung ihr Sturmgeschütz aus Spritmangel verlassen musste? Ja, diese Sturmgeschütze sind doch in großer Stückzahl für die deutsche Panzertruppe gebaut worden. Ohne einen Panzerturm sind sie doch extrem niedrig und im Gelände vom Feind nicht so schnell zu entdecken. Allerdings müssen sie diesen Vorteil mit einer erheblich geminderten Treffsicherheit dem Gegner gegenüber in Kauf nehmen. Nur eine hervorragend aufeinander eingespielte Besatzung kann mit ihm gute Erfolge erzielen. Denn schließlich kann die seitliche Ausrichtung des Geschützes auf den Feind nur mit Hilfe des Fahrwerkes vorgenommen werden. Dass ein Sturmgeschütz viel schneller und unter erheblich weniger Materialaufwand produziert werden konnte, erhöhte selbstverständlich seine Beliebtheit bei der Rüstungsindustrie erheblich, konnte sie doch so mit viel größeren Produktionszahlen aufwarten. Doch was ist hier in diesem kleinen Dorf während der Osterzeit passiert? Es müssen doch Kämpfe stattgefunden haben. Warum sonst ein verlassenes Sturmgeschütz im Straßengraben? Also schnell weiter zum Geburtshaus meines Vaters, zum Bauernhof meines Patenonkels Johannes. O Gott, da hat es aber richtig eingeschlagen. Ein Riesenloch klafft in der linken Seite der Hausfront, dort, wo die gute Stube liegen muss. Man könnte sicher bis zum Buffet durchsehen, wenn die garstige Öffnung nicht provisorisch mit alten Decken und Brettern abgedichtet wäre. Ich bin gespannt auf den Bericht von Onkel Johannes und Tante Berndine über die Geschehnisse. Nun klar, Onkel Johann ist nicht so flüssig im Erzählen, ist er doch schon älter und vor allem ein richtiger Bauer, also ein richtiger Bauer. Und außerdem verstehe ich von seinem Plattdeutsch auch nur Bruchteile. Da lasse ich doch lieber die Tante berichten. Das 900-Seelendorf ist am Karfreitag 1945 schon fast ganz von den Amerikanern kampflos eingenommen, als sich eine deutsche Kampfeinheit der Waffen-SS aus der Richtung Paderborn kommend mit Panzerunterstützung daran macht, das Dorf zurückzuerobern. Tante Berndine erzählt weiter, ein schwerer deutscher Panzer schwenkt auf die Dorfstraße ein, der Kommandant steht aufrecht im Turm. »Das Dörfchen nehmen wir mal eben«, soll sein Befehl gelautet haben. Und schon bricht das Inferno los. Ringsum rattern die Maschinengewehre und explodieren die Panzergranaten. Und schon stehen etliche Scheunen in Flammen. Die Einwohner flüchten angsterfüllt in die Keller. Draußen in den Höfen und Gärten kommt es zu erbitterten Nahkämpfen. Dafür zeugen die vielen Toten, die später nach Beendigung des Angriffes dort von der Bevölkerung aufgefunden werden. Aber wie soll ein solcher Gegenangriff im April des Jahres 1945 so ein letztes und doch so sinnloses Aufbäumen einer kleinen deutschen Einheit gegen den an Menschen und Material haushoch überlegenen Feind enden? Letzten Endes müssen sich die Reste der Waffen-SS schließlich unter Zurücklassung vieler Toter in Richtung Egge zurückziehen. An diesem Rückzug können auch die drei schweren Tigerpanzer, die ebenfalls an diesem Kampf teilgenommen haben, nichts mehr ändern, die nun am Waldesrand zurückgelassen werden müssen. Die Amerikaner legen ihre eigenen Gefallenen auf die German Tanks und fahren weiter in Richtung Bowlinghausen davon.
Unter den bedauernswerten Opfern dieser Ereignisse befinden sich neben einigen Dorfbewohnern auch Bombenflüchtlinge aus dem Ruhrgebiet, die eigentlich hier in diesem kleinen Dorf Schutz vor dem Bombentod erhofften. Den meisten, Gott sei Dank, überlebenden Dorfbewohnern obliegt nun die traurige Pflicht, alle Opfer erst einmal auf dem Friedhof vorläufig aufzubahren. Da mein Patenonkel während des Krieges von den Nationalsozialisten wegen des Abhörens eines Feindsenders zu 2 Jahren Zuchthaus verurteilt wurde und dieser auch voll in Kassel abgesessen hat, hielten ihn die Amis für würdig, als erster nach dem Krieg das Bürgermeisteramt des Dorfes zu übernehmen. In dieser Funktion unterzieht er sich nun der traurigen Pflicht, den Uniformen der jungen gefallenen deutschen Soldaten ihre Erkennungsmarken, Ausweispapiere und persönlichen Fotos zu entnehmen. Letzteres ein besonders bewegender Moment. Die Toten noch fröhlich zusammen mit ihren Lieben auf den Bildern erkennen zu können. Alles wird von ihm sorgfältig notiert, um später die Angehörigen benachrichtigen zu können. Tante Bernardine zeigt sich wenig beeindruckt von der neuen Würde ihres Mannes und bleibt, wie sie ist, eine äußerst sparsame Hausfrau. Und das macht sich für mich schon beim ersten Abendessen schmerzlich bemerkbar. Sehe ich mich doch genötigt, nach dem Abendbrot durch den, sagen wir ruhig, geizigen Auftrag von essbarem, hungrig ins Bett gehen zu müssen. Mir scheint es fast, als ob der Gekreuzigte, der als großes Kruzifix über meinem Bett hängt, mitleidig auf mich herabsieht. Auch das Frühstück bringt keine Besserung der Lage. Unglaublich, schließlich bin ich doch der Patenjunge und befinde mich hier auf einem Bauernhof. Nun, ich bin es noch aus der Nazi-Zeit gewöhnt, nicht zu revoltieren, und ziehe es vor, einmal nach Vetter Heini mit seiner Enne Ausschau zu halten. Vor dem Hof Rustemeier unterbreche ich die morgendliche Dorfstille laut mit unserem Familienpfiff, der Vetter Heini natürlich auch geläufig ist, und siehe da, es gibt Hoffnung, denn schon öffnet sich ein Fenster und Ennes gutmütiges Gesicht erscheint mit fragendem Blick. »Hast du Hunger?« »Und wie?« »Na, dann komm schnell herein«, und schon schmiert Enne mir 3 Riesenschnitten. Die erste dick mit Mettwurst bestrichen, die zweite mit echtem Fettkäse und die letzte mit selbstgemachter Erdbeermarmelade. Dazu ein großes Glas mit Milch. Rundum gesättigt regt sich bei mir aber schon wieder der jugendliche Abenteuergeist. Onkel Johannes hat mir erzählt, oben vorm Wald an der Egge liegen 3 große verlassene Panzer aus der Zeit um die Kämpfe um das Dorf. Komm, lass uns losgehen, das müssen wir uns ansehen. Gott sei Dank, Heini lässt sich nicht lange bitten, und schon marschieren wir los. Nach einer knappen halben Stunde erkennen wir tarnfarben gestrichene Panzerplatten, die zwischen den Bäumen hervorluken. Und dann stehen wir auch schon vor diesen gewaltigen Kriegsmaschinen. Es sind 3 Tigerpanzer, wie mir Vetter Heini erklärt. Jeder ist mit der berühmten 8,8 Panzerkanone ausgestattet, die sich noch drohend in den Himmel recken. Ihrer Durchschlagskraft widerstand doch in den Panzerschlachten des Krieges kein russischer T-34, kein amerikanischer Sherman-Panzer oder englischer Churchill-Tank. Und das, wo dieses Geschütz anfangs doch nur aus einer einfachen Flugabwehrkanone entwickelt wurde. Aber jetzt alles aus, nur noch Schrott. Die Panzerturmklappen sind geöffnet. Haben die Besatzungen ihre Fahrzeuge aus Sprit- oder Munitionsmangel verlassen? Oder hatten sie eingesehen, dass weiterer Widerstand Ostern 1945 gegen einen übermächtigen Gegner sinnlos war und haben sich einfach abgesetzt? Wir werden es wohl nie erfahren. Äußere Beschädigungen können wir an den Panzern nicht erkennen. Heini und ich
trauen uns nicht in das Innere der Tigerpanzer. Schließlich können sich ja noch hochexplosive Geschosse darin befinden. Nachdenklich machen wir uns auf den Heimweg und sind irgendwie froh, dass der Frieden nun endlich richtig begonnen hat, wenn auch immer noch nicht ganz so richtig, wie wir uns das erhofft hatten, denn schon entwickelt sich der dann jahrelang anhaltende Kalte Krieg zwischen Ost und West, bei dem dann allerdings nicht mehr scharf geschossen, sondern fortwährend mit dem gegenseitigen Abwurf von Atom- und Wasserstoffbomben gedroht wird, was dazu führt, dass die Welt dadurch immer wieder kurz vor einer atomaren Katastrophe steht. Im Laufe dieser Entwicklung werden die Westalliierten durch das immer aggressiver auftretende Verhalten Stalins gezwungen, Westdeutschland in ihr Verteidigungssystem zu integrieren und nötigen so die Bundesrepublik zum Aufbau einer neuen Armee, der Bundeswehr. Und diese muss selbstverständlich auch wieder mit modernen Panzern ausgestattet werden, um der russischen Phalanx von neuen T-Tanks begegnen zu können. Da konnte es nicht ausbleiben, dass nach vielen, vielen Jahren auf Initiative und mit Hilfe der Bundeswehr in Munster, in der Nähe des legendären und schon zu Kaiserszeiten benutzten Truppenübungsplatzes, eines der größten Panzermuseen Europas entstand. Bitte, liebe Zuhörer, können Sie es einem heute 83-jährigen älteren Herrn verdenken, wenn er, trotz Pazifist und weißer Jahrgang, darauf brannte, die Panzerungetüme noch einmal zu sehen, die ihn im Sommer 1945 als 14-Jährigen so sehr beeindruckt hatten? Und dann, unglaublich, im Jahre 2013, also nach sage und schreibe 68 Jahren, wird es endlich wahr. Mit 4 jungen Freunden mache ich mich auf den Weg nach Munster. Und dort sehen wir uns interessiert und erstaunt den ganzen Kladderadatsch an, den die Industrie und kriegsführenden Nationen so in den letzten 100 Jahren an Panzerfahrzeugen erfunden, konstruiert und auch im Kampf eingesetzt haben, um sich gegenseitig möglichst wirkungsvoll zu töten. Darunter selbstverständlich auch meine Veteranen aus dem Kampf um Bohnenburg Ostern 1945, der Tiger Panzer I. Bleibt noch nachzutragen, dass der Kreisheimatpfleger Herr Josef Floren lobenswerterweise den Kampf um Bohnenburg Ostern 1945, bei dem 40 deutsche Soldaten und 11 Zivilisten ihr Leben lassen mussten, für die Nachwelt minutiös aufgezeichnet hat. Sein Bericht ist in der Zeitschrift Die Warte erschienen und kann von Interessierten in der Lippischen Landesbibliothek in Detmold unter dem Titel Das Kriegsende in Bohnenburg eingesehen werden.